Kollegen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich hab das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Läufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen's mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo, melden. Bravo, bereit. Los. Ach du Scheiße! Mayday, Mayday, Paladin Zero Two, wir schmieren ab! Festhalten! Ja, sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja. Hilf mir, ich sitze fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Ja.
Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Nacht. Ich begrüße euch zu Splinter Cell Blacklist. Frisch aus dem Laden, quasi. Jetzt muss ich mal hier kurz hier... Also der Sound ist ja mal... Wow, verfickt ist der laut. Kann man das hier nicht ein bisschen... Die Musik auf 4... auch auf 4. So, damit man mich auch hört. Verdammt. So, ich zock's auf, wenn es noch gespeichert ist, auf voller Auflösung. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Schwierigkeitsgrad realistisch. Sonst bringt das ja alles hier nichts. Mal kurz gucken, ob ich hier... Dass es das umgestellt hat, ist ja mal totaler Fickfuck. Echt, totaler Fickfuck. Ducken auf C ist doch total bescheuert. Wer macht ein Ducken auf C? Wir machen Ducken auf SDRG. Deckung Q, Rennen, Feststelltaste. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Gehen und Rennen und Sprinten? So in der Schnulli. Gut, lass mal so. Kampf. Das, Nachladen R. Benutzen, Nahkampf. E ist okay. E ist okay. Ausrüstung benutzen. Ausrüstung nutzen. Mach mal. Ja, Maus 3 ist okay. Markieren. Maus 4. Ausschalten Spezial. Maus 4. Markieren. Maus 5. Wieso ist das die 5 und das die 4? Merkwürdig. Sichtmodus F ist okay. Aufmerksamkeit erregen. Ah. Ja. Aufmerksamkeit erregen auf C. Feuermodus wechseln, das kann man so lassen. Sichtmodus wechseln, X, vorige Waffe. Okay, sehr schön. So viel dazu. Und jetzt mal kurz gucken, ob die Grafikeinstellung wenigstens beibehalten wurden. Ein Ultra TXAA4. Jawohl, besser geht's nicht. Also echt maximale Auflösung, DirectX 11. Maximal Anti-Aliasing, V-Sync, alles ein. Sehr schön. Ja. Was ich jetzt noch machen muss, ist die Gamma-Kalibrierung, weil das doch ziemlich dunkel ist, dann so während der Aufnahme. Machen wir es hier mal ein bisschen heller, ne? Jawoll es. Sehr schön. So, na dann, würde ich sagen, geht's weiter, wie? Oder was? So, genießt die Grafik. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. So. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katyushas. Katyushas. Er ist da drüben. Bin dran. Verteilt euch und sucht weiter. So, wir schleichen uns jetzt schön ran vorbei. Ich muss zugeben, dass ich diese kleine Mission hier schon gezockt habe, um ein bisschen mich mit dem Gameplay einigermaßen vertraut zu machen. Und ich muss euch sagen, es ist verdammt schwer. Finde ich. Also es ist dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, hat man auch sehr viele Möglichkeiten, diese Scheiße zu vermasseln. Vielleicht kann ich euch das dann mal zeigen, wie ich das meine. So. Klettern wir mal hier drüber. Gegner in Deckung. Okay. So mit Q kann ich mich an die Deckung ran klatschen. Einmal Leertaste kurz angetippt, zack, Deckung gewechselt. Ja. Schmeiß die Kamera an. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut, denn der hier macht's nicht mehr lange.
So, jetzt kann man auswählen zwischen nicht tödlich und tödlich. Und die wollen natürlich, dass wir den tödlich eliminieren. Okay, und jetzt. Sehr schön. Solange der Funke gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den Störsender aus. Alles klar. Viel Glück. So. Sieht schon sehr schick aus, also atmosphärisch. Finde ich das schon mal gut, den Einstieg. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Hier stehen ungefähr 80.000 Leute, an denen ich mich gekonnt vorbeischmuggeln muss. Ist halt verdammt schwer. Wenn ich nicht so viel rede, entschuldigt bitte, ich brauche hier absolute Konzentration. So, wie hatte ich das gemacht? Das ist schon ein bisschen tricky. Hier steht einer. Wir tragen niemanden weg. Wenn ich den jetzt erschieße, ist das Kacke. Also erschießen wir ihn nicht. Was ist auf einmal mit dem Licht los? Geh aus! Das war extrem knapp, Leute. Extrem knapp. Jetzt könnte ich den Körper hier nehmen und natürlich beiseite schlagen. Aber... Hehe. Abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, glücklich. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Können Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Oh-oh. Kaboom. Die Nachricht über einen Großangriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Guam. Der verheerendste Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Amerika, ihr steht Blacklist. Alle sieben Tage ein neuer Angriff. Wir haben eine Forderung. Ihr habt Soldaten in 153 Ländern. Bringt eure Truppen nach Hause. Sofort. Oder wir werden euch angreifen. Jede Woche. Wir werden nicht verhandeln. Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten. Ihr habt 7 Tage bis zum nächsten Angriff. Ihr habt die Wahl. Wie sind die Engineers? Sehr gut.
Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird Sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hört durch, Vic. Einer von Vicks Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fisher. Meine neue Heimatbase. So viel kann ich euch schon mal verraten. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss! Nee, klar, Spaß. War ein Spaß. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Das ist meine Hauptbase. Den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Problem mit Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. So. Jetzt aber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe mal, ihr wollt doch wissen, wie es hier weitergeht. Und in der nächsten Folge erkläre ich euch so ein bisschen das Flugzeug, beziehungsweise zeige euch ein bisschen die Gefängniszellen und den ganzen anderen Schnickschnack, den man hier so braucht, um erfolgreich die Terroristen zu bekämpfen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß auf der Gamescom, wenn ihr dorthin geht oder auch nicht. Grüßt mir den Commander Krieger. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.